Da bin ich. Und heute mit der zweiten Folge von Resident Evil 4. Sehr passend, dass sie Roost heißt und hier Hühner rumlaufen. Was soll das für ein Controller-Symbol sein? Merkwürdig. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich den Typen nicht platt machen konnte mit der Kettensäge. Oh. I see. Ich habe auch tatsächlich während der Cutscene überlegt, ob ich einfach schnell den Spielstand neu laden soll und das dann so lange weiterspiele, bis ich gegen ihn gewinne, aber ich glaube, auf Hardcore ist das ein bisschen unrealistisch und auch unzumutbar. Oh! So, aber die ganzen Ressourcen hier werde ich natürlich mitnehmen. Kann ich hier rüberspringen? Ja. Ich frage mich, ob ich auch einfach wieder zurücklaufen könnte durch die ersten Gegenden. So, aber warum war hier ein Symbol zum Huckepack? Aha. Das impliziert ja, dass man noch eine zweite Person kriegt. Ich mag ja so eine Gameplay-Spoiler überhaupt nicht. Aber in dem Fall kann man das ja schlecht als Spoiler hier bezeichnen in dem Spiel. Ich wollte gerade sagen, oh Mann. Das hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt. So, was hat das mit diesem Schlüssel hier auf sich? Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Miniboss das dann vielleicht gedroppt hätte, den Schlüssel, und dass man daher dann die Belohnung bekommen hätte. Ach so, vielleicht sollte ich mal gucken, ob er noch lebt. Vielleicht hat er ja noch einen Puls. Ich glaube, er ist tot. Egg. Also das muss ich wahrscheinlich nicht deutlich machen, aber mir gefällt das Spiel sehr gut. Und ich hatte eigentlich auch gar nicht vor... Oh, okay, das hätte ich vielleicht mal mitnehmen können. Was wollte ich sagen? Ich hatte eigentlich gar nicht vor, das Spiel aufzunehmen. Tue es jetzt aber doch aus tatsächlich unerfindlichen Gründen. Oh, war hier gerade ein Symbol? Oh ne, das war nur der Ausgang, der so geleuchtet hat. Oh! Yes! So, wie hieß sie? Hannigan hatte irgendwas gesagt mit einer Windmühle, dass ich da Ausschau halten soll. Was ist das denn? Ich nehme an, mein Fernglas kann ich nicht einfach so irgendwie rausholen, ne? Da sehe ich doch noch einen Gegenstand. So, war hier oben noch irgendwas?
Ich finde es nur, wie gesagt, schade, dass ich die Schulterperspektive der Kamera nicht ändern kann. Weil bei sowas würde ich dann gerne schon hier um Ecken gucken können. So, hatte ich den Kristall eigentlich eingesammelt? Ich glaube schon. Ja, Treasure. For selling only. Value? Ich kann benutzte Key-Gegenstände verkaufen. Oh boy, okay. Wie sortiere ich eigentlich Sachen? Es gibt ein Autosortieren. Interessant. Ja, aber wie kann ich denn Sachen sortieren? Move. Ah, okay. Ey. Ja, und schon weiß ich nicht, was ich tue. Cool. So, hier drin war ich, glaube ich. Nee, in dem Run noch nicht. Das ist mir auch gerade eingefallen, wovor ich aufpassen muss, wenn ich so eine Kiste öffne. So, hier geht es dann, glaube ich, kanonisch weiter. Obwohl ich halt keine Windmühle sehe. Sagt man eigentlich im Deutschen kanonisch? Ich weiß gar nicht. Ich muss mir mal abgewöhnen, immer so viel Bullshit auf Englisch einfach zu labern, nur weil mir das deutsche Wort nicht einfällt. Nice. Da, ne? Da geht schon wieder los mit dem Englischen. Aber dann einfach nett zu sagen im Deutschen klingt halt auch irgendwie merkwürdig. Sind das Schädel? Ja. Könnten diese Leute hier etwa böse sein? Oh. Cheese und Knoblauch, lecker. Also Vampire werden das hier schon mal nicht sein. So, soll ich jetzt, ja, ich guck mal, ob hier ein Symbol auftaucht. Aber interagieren sollte ich mit der Tür noch nicht. Ich habe irgendjemand gerade gehört. So, den Turm hebe ich mir als letztes auf. Und ah, da ist noch eine Tür, wo man nicht rein kann. Ha. Also es gibt wirklich viel zu entdecken hier noch, obwohl man das eigentlich alles grob schon kennt. Türen auftreten kann man anscheinend nicht. Das konnte man in dem Originalteil nämlich, wenn man dann zweimal die Interaktionstaste an der Tür gedrückt hat. Aber also die Sache mit dem, ja genau, dass der Boss hier einfach, ich sag mal, so ein Stage-Hazard oder die Tür hier so blockieren kann und dass dann auch dieser Stage-Hazard hier mit dem brennenden, mit der Kuh einfach passiert. Schon ziemlich beeindruckend. Ja, für sowas würde ich jetzt gerne hier mein Messer mal testweise benutzen können, aber dass das einfach so kaputt ist, ist Kacke. Da habe ich keine Interaktionsmöglichkeit hier, außer das Schießen, aber So war ich in dem Haus hier drin, ich glaube. Ja, da war der Typ drin. So, und hier konnte ich nicht rein. Ah, dann ist das, damit das später aufgemacht werden kann. Okay. Auch gut. Oh, noch ein Egg. So, war hier noch was offen? Nein. Das hier wird höchstwahrscheinlich verschlossen sein. Ja, aber es sieht wirklich wie ein Facehugger oder ähnliches aus. Ha, und hier ist auch wieder so ein...
Ich muss gleich mal spaßeshalber alle Item Descriptions ein bisschen lesen. Das Spiel ist halt doch sehr gruselig und erschreckend manchmal. So, jetzt habe ich alles hier eingesammelt, hoffe ich. Ah, und hier werden noch die Symbole angezeigt, okay. Can be inset in certain treasure. Dann sollte ich mir das wohl aufheben. So, was sagt denn das Kraut Spannendes? Nichts. Ist aus Stahl gebaut. Aha. Looks like it can be repaired. Ja. So, und was haben wir hier alles Tolles? Okay, diese... Aber Ressourcen habe ich doch eingesammelt irgendwo, oder? Ich muss doch noch mal gleich gucken. Ich hatte nämlich in Erinnerung, dass die Ressourcen hier direkt in dem Haus drin waren. Doch nicht. Komisch. Ja, gut. Ja, ich weiß, der Anfang hier der zweiten Folge, war nicht sehr spannend. 12 Minuten habe ich hierfür schon gebraucht. Oh Mann. Indeed. Irgendjemand hat seine Mistgabel gerade aufgesammelt, das habe ich deutlich gehört. Da sind Ressourcen. Was soll S jetzt bedeuten? Small oder besser als A? Ich warte lieber mal kurz, ob sich hier einer anschleicht. Anscheinend nicht, okay. Ach, ein Storage habe ich auch gerade gesehen, okay. Okay, dann werde ich ein... Oh, Customize. Ach so, das ist nicht zum Weg... oder doch? Aha, okay. Ich kann also kein Kraut weglegen. Nur die Sachen, die gehighlightet sind. Ich glaube, das Messer werde ich dann auch erstmal wegpacken. Okay, also muss man seine aufgetunten, ich sag mal, Early-Game-Waffen auch nicht unbedingt verkaufen, um Platz zu sparen. Dann kann man die einfach weglegen. Das ist auch ganz gut. Ach, das hier ist diese kleine Farmgegend, ja. Ich erinnere mich. Die ist aber vom Layout nur komplett anders jetzt. Ja, das rastet hier doch bestimmt auch gleich wieder aus. Oh! Oh nein! Ja, und ich habe kein Messer. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht.
Dem Schwein vertraue ich nicht. So ein Stealth Kill kann ich ja dann auch nicht machen. Ich kann sie ja nicht mal treten. Ich glaube, ich habe sie geweckt, ja. Ich bin ein Stealth-Magier. Okay. Danke, Leon. Hat er gerade incredible gesagt? Okay. Oh Mann, ey. Oh, das ist aber ein großes Tor da hinten. Na gut. Fünf nur. Wie großzügig. Oh. Jetzt muss ich mich natürlich richtig autistisch überall umgucken, ob ich diese blauen Dinger finde. Ja. Handgranate, sehr gut. Ich darf auch nicht vergessen, ab und zu nach Fallen zu gucken auf dem Boden. Ein weißes Schwein, okay. Gibt es sowas? Hm. Könnte da ein wertvoller Gegenstand sein, der dreckig wird, wenn ich da drauf schieße? Ich meine, es hat diese gelbe Farbe, das impliziert, dass man es kaputt machen kann. I, Mist. Sollen das Knochen darstellen oder ist das ein altes Fass oder sowas in der Art? Ah ja, ich glaube, das soll ein Knochen sein. Die sehen aber sehr billig aus, muss ich sagen. Oh, ich habe was Blaues gesehen. Ich hoffe, das triggert ihn jetzt hier nicht. Ne, interessiert ihn gar nicht. Ich sollte auch mal anfangen, die Eier zu konsumieren. Weil die einen ja ein bisschen heilen. Aber doch habe ich keinen Damage. So, was war hier jetzt noch? Hier war ja nur noch das Ding. Muss ich da in einem bestimmten Moment drauf schießen? Das sieht nicht wirklich. Ja, doch, wenn es hier so außen ist. Ja. Okay, er Body slammt einfach das Hühnchen. So, die anderen Bauern hier interessiert das gar nicht, dass ich hier wie ein Blöder rumschieße. So, jetzt ist aber auch die Frage, sind diese fünf Dinger jetzt nur in diesem Level hier? Also in diesem kleinen Abschnitt oder generell. Warum kriege ich dafür eine Tutorial Message? Ich meine, das steht doch jetzt in dem Dokument selbst, oder nicht?
You can take on tasks. Aha. Also sind das allgemein Missionen? Okay. Destroy the blue medallions. Wer hätte das gedacht? For the love of God. Area Farm. Okay. Und dafür kriege ich drei Spinel. Ist die Frage, wie ich die dann kriege. Hoch. Muss ich wahrscheinlich da drin irgendwas aktivieren? Oh, okay. Ich hätte gedacht, dass das jetzt ein Shortcut wäre, dass ich hier wieder zurückkomme. Ja. Okay. Dann ist es da wahrscheinlich zum Aufmachen. Ist so ein bisschen komisch, dass ich das hier unten schon sehen darf. Dreitausend habe ich schon. Entschuldigung. Was genau ist das hier? Ein Schlüsselloch. Okay. Okay. Das sah so hervorgehoben aus. Ich dachte, naja. Das ist eine offensichtliche Schatzkiste. So, fehlt nur noch einer. Der wird doch bestimmt da dran hängen. Ne, dann bin ich wohl doch nicht der Schlauste. Ja, aber wie komme ich denn jetzt hier rein? Aha. Das piepende Geräusch ist bestimmt nichts Gefährliches, ja. Wenn es doch nur eine Duckentaste geben würde. Oh. Kommt doch bestimmt jetzt ein Gegner auf mich zu hier. Oder auch nicht, okay. Um mich dann da wieder reinzuscheuchen. Hätte ich gedacht. Also ich habe zwar gesagt, ich werde mit meinem Commentary mich ein bisschen zurückhalten, aber anscheinend habe ich gelogen, weil ich ununterbrochen hier labere aus irgendeinem Grund. Ah, Maximum Health, das ist gut. Aha, und es kommt darauf an, womit man das verbindet. Also wäre das vielleicht besser, wenn ich das mit einem roten verbinde. Ist ein bisschen traurig, dass es so eine automatische Sortierentaste gibt, aber okay. Ja. Ich sehe schon, was das Spiel von mir will. Okay, hat mich die Frau da drin gesehen oder? Was machen die denn da drin? Achso. Okay. Hallo. Ja. Das klang gerade nach einem Sprunggeräusch irgendwie. Oh, Shotgun, sehr gut. Ja, mir fehlt etwas.
So, ich glaube, ein blaues Ding fehlt mir noch. Aber das werde ich bestimmt hier drin. Ja, obwohl, wer weiß. Hier kann ich runterspringen, da ist aber nur das. Läuft hier unten jemand rum? Ich weiß noch, in der Originalversion waren hier unten ganz viele Fallen, wo man aufpassen muss. Huch. Ah, nee, es sind einfach überall Gegner gespawnt. Oh no. Oh, das ist aber kein normaler Dude. Oh Gott. Fuck. Nein, ich wollte ihn runter. Oh no. Hätte ich mir mal diese Falle da drin aufgehoben. Oh boy, okay. Werde ich direkt bestraft fürs Ausweichen. Oh oh. Kann man Grüne mit Grün kombinieren? Ja, das würde mich zur Hälfte heilen. Und das entsprechend um das Doppelte. Da kommt der Dicke hoch, ja. Wer hat da wen gerade geschlagen unten? Oh no. Ja, der hält ganz schön was aus, der Typ. Okay, ich war mir nicht sicher, ob der letzte Schuss nötig war. Ja, ich glaube nicht. Okay. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von seinen Kommentaren halten soll, wenn er eine Granate wirft und sagt, "Here is a present for you." Es ist ein bisschen cringe, aber das scheint ja heute der Standard zu sein. Was hat er mir denn jetzt eigentlich gegeben? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube 1000 Punkte vielleicht. Ja, hallo? Okay. Werde ich paranoid? Darf ich hier nicht durch? Okay. Also das mit dem Messer finde ich, wie gesagt, auch nicht so toll. Dass man hier keine... ja, genau in dem Moment, wo ich sowas sage. Made for cooking. Ja, dann. Okay. Oh, also so eine... Das hätte ich hier nicht erwartet. Na gut, immerhin. So, kann ich die Tür jetzt öffnen? Aha. Aber Moment mal, das Schloss habe ich in der Chainsaw-Gegend auch gesehen und ich hatte mich darüber gewundert, wie markant das aussah, aber ich habe nichts damit gemacht. Muss ich später noch mal gucken, wenn ich noch mal da bin. Und das Fenster ist auch zu.
Ja, okay. Und das ist komplett zu. Wie komme ich dann zu der Schatzkiste? Weil die ist ja hier jetzt direkt unter mir. Ja. Ach so, dann komm. Ah! Da war eine Tür? Ach ja, stimmt, da bin ich ja durchgegangen. Um die Frau an der Scheibe zu triggern. Zack. So, aber ein blaues Ding fehlt mir immer noch. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das ungefähr, danke, auch sowas Ähnliches hier im Original. Ich glaube, das war so ein Bierstein oder wie man die nennt. Dass ich mich an sowas erinnere, ey, das ist. Keine Fallen hier auf dem Boden. Gut. Gut, dann kombinieren wir das doch mal. Ah ne, man muss so runde Sachen da reinmachen, das sehe ich schon. Jetzt ist das Ding 400 wert. 4000. Oh. Ist ja dann passend, dass ich zwei von den Dingern habe. Weil ich hätte jetzt spontan auch gesagt, es ist bestimmt besser, wenn man gleichfarbige da reinmacht. Ja, Duo. Obwohl. Kommt der Duo-Bonus jetzt, weil einfach nur zwei drin sind? Oder weil die dieselbe Farbe haben. Ah, man kann die auch removen. Okay. Gut. 12.000. Huiuiui. Wo ist das letzte blaue Ding? Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange, das zu finden. Im schlimmsten Fall würde ich dann einfach ungefähr genau hier einen Cut machen. So, dann kann ich ja. Kann ich die kombinieren, ist die Frage. Kann ich. This blend will increase. Ja, aber er sagt nicht um wie viel. Oder kann ich alle drei kombinieren? Ja, könnte ich. Kann ich nicht. Warum nicht? Also, weil ich die beiden erstmal kombinieren muss. Oh boy. Das ist ein bisschen unnötig. This blend. Aber es sagt auch nur increase. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, aber okay. Ich meine, ich könnte es natürlich einfach testen mit dem Spielstand, den ich gerade gemacht habe, dass ich dann einfach neu lade und vergleiche. Das letzte blaue Ding. Hier drin hatte ich schon eins. Es wäre also relativ unwahrscheinlich, dass dann hier noch ein zweites drin ist. Weil man muss die ja ein bisschen verteilen. Oder vielleicht habe ich ja auch schon 5. Dann ist ja die Frage, wie ich das hier überprüfe. Da, 4 von 5, okay. Ah,
Die Sachen kann man sich auch nochmal angucken, das ist gut. Ah, und es ging nur um die Route zum Lake. Deswegen die Windmühle. Ah, wusste ich doch, wollte gerade sagen, der Raum hier war merkwürdig, weil hier nichts drin war. Sehr gut. So, jetzt habe ich das Zahnrad und da ist noch ein Ei. Perfekt. Ich muss wirklich die Eier mal benutzen, weil sonst ist mein ganzes Inventar voll mit den Dingern. Ob jetzt auch noch mal Gegner spawnen? Ah, stimmt, hier war noch dieses Schlüsselloch, mit dem ich nichts machen kann. Ist das derselbe Schlüssel wie für die Kirche? Möglich. Also sprich, kann ich das erst später machen. Ich dachte gerade, dieser Stein da sieht irgendwie so ein bisschen aus wie eine riesige Leiche, aber dann würde das ja bedeuten, dass es riesige Giganten in dem Spiel gibt, aber das stimmt ja zum Glück nicht. Überall so eine Fackeln hier. Das hier wird dann wahrscheinlich verschlossen sein. Ja. Oh, Geheimwege. Ach so, ja, die, ich habe ja jetzt diese fünf Dinger da abgeschlossen sozusagen und die Belohnung haben sich nicht einfach automatisch in mir materialisiert. Da muss ich das wohl bei einer bestimmten Person abgeben. Ich habe das Autosave-Symbol gesehen. Und ich kann mich an eine kleine Quicktime-Event-Szene erinnern aus dem Originalspiel. Ja, ich glaube, die kam auch hier nach so einem Symbol. More money, more problems. Okay. Ich dachte gerade, so wie das aussah. Oh, jetzt kann ich hier nicht durch. Oh oh. Ich dachte gerade, dass der Typ einfach explodiert ist, als er weggerannt ist. So, jetzt ist der Weg kaputt. Merkwürdig. Dann müssen wir wohl eine Schaufel als Questgegenstand finden oder sowas in der Art. Das war natürlich nur ein Witz. So, was hat mir denn... ja, aber hier komme ich nicht durch. Oder komme ich da wirklich dann irgendwie lang? Kann ich darüber klettern?
Müsste ich gleich noch mal gucken. Aber hier war sonst weiter auch nichts, oder? Mysteriös. Ja, das Spiel will mich hier anscheinend nicht. Merkwürdig, ich habe auch keinen Prompt und nichts. Okay. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Wird von mir jetzt erwartet, dass ich die erst wegschieße, oder? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay, dann renne ich jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Aber es passiert auch nichts. Also irgendwie, das ist dezent merkwürdig. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich nur noch auf die schießen und hoffen, dass dann irgendwas passiert. Wobei mir das nicht so sehr gefällt, auf Leute zu schießen, an die ich nicht rankomme, um die dann zu looten. Aua. Ah, die fallen runter, nice. So, dematerialisieren sich jetzt die Steine hier, oder? Goddammit, habe ich Kugeln verschwendet für sowas? Ja, aber was ist denn jetzt hier mein Plan? Alleine komme ich hier bestimmt nicht hoch. Und das ist wahrscheinlich auch eher dafür gedacht, dass der Gegner dann hinter mir spawnen konnte. Ja. Das wird wohl Lake heißen. Also bin ich noch weiter hier in die Richtung gepusht, aber... Und hier in dieses Haus komme ich ja auch nicht rein. Also das... Das finde ich wirklich sehr merkwürdig, dass das Spiel hier so undeutliche Sachen mit einem macht oder von einem verlangt, eher gesagt. Also ich wette, die Lösung wird irgendwas sein, wo ich eine entsprechende Grimasse beimachen werde, die ihr nicht sehen werdet. Also bevor ich jetzt hier auf die Farm zurücklaufe, nee, also es muss irgendwas hier sein. Ducken kann ich mich ja auch noch, genau. Ihr seht es gerade nicht, aber ich mache eine entsprechende Grimasse. Oh boy. Ah, Gegenstände. Hat sich das ja doch gelohnt hier, die Kugeln zu investieren. Unglaublich, das mit dem Weg.
Oh ja, das haben sie hier auch wieder hingepackt. Diesen Tunneldurchgang. Taschenlampe? Jeden Moment. Taschenlampe? Also wenn ich hier jetzt in eine Falle renne und er die Taschenlampe nicht rausholt. Nee, okay. Ich weiß, dass im Originalspiel hier an der Decke, glaube ich, Sachen waren, die man abschießen konnte. Also irgendwelche Kristalle, die dann runterfallen. Na, ah, ich sehe doch dein Dynamit auch schon, Bruder. Nee, 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 nee. Na los, zünd es an, damit ich eine Rechtfertigung habe, darauf zu schießen. Laufe ich jetzt hier in eine Falle? Ah. Shit. Nein! Okay, die Zeit ist aber großzügig bei der Explosion. Oh. Oh, hab ich das getroffen? Und er ist in eine Falle reingerannt, der hintere. Aber man kann sich aussuchen, ob man das Messer benutzt oder ob man lieber Quicktime masht. Jetzt wäre eine Dynamitstange sehr hilfreich. Hilfe! Ob die mir folgen? Ich dachte, ich hätte noch eine Granate. Aha, anscheinend nicht. Na, wollen sie wohl nicht durch den offensichtlichen Ladebildschirm laufen hier? Ein Rettungsring. Ich glaube nicht, dass der mir helfen kann. Okay, anscheinend habe ich den Typen mit dem Dynamit schon getötet. Oh, kann ich die nicht aktivieren, die Fallen? Schade. Ist das ein normaler Typ? Ja. Okay. Anscheinend hatte ich den schon getötet, aber er ist jetzt wieder aufgewacht, glaube ich. Ja, ich verstehe. Oh boy. Also anscheinend, wenn die in diesem, ich sag mal, untoten Modus sind, dann scheint die nicht mehr so einfach zu staggern, wenn man die trifft. So, dann werf mal deine Sachen, während ich hier die Leute triggere. So, jetzt bitte noch eine. Aber die Leute sind noch gar nicht hier. Ah. Ja, jetzt trauen sie sich nicht, weil die wissen, dass der hier am Werfen ist. Okay. So, hier macht's wieder piep piep. Ist das nur eine? Ja. Ah, er kommt. Also dafür, dass das keine Zombies sind, sind die aber auch nicht sehr schlau.
Oh, da wäre ich reingerannt. Oh, den hat's richtig auseinandergenommen. Eben schon gerade im Ladebildschirm, man kann die mit einem Angriff triggern, aber ja, da will ich nicht drauf schießen. Außer wenn ich muss. Ja, und jetzt kommen hier keine weiteren, oder wie? Ob ich die mit einem Messer auch triggern kann? Ich achte jetzt mal auf die Anzeige von meinem Messer. Ah, ist nicht runtergegangen, okay. Also gehen die nur bei Angriffen kaputt anscheinend. Das ist gut. Da liegt noch eine Falle. Und die, oh, jetzt geht die böse Musik los, okay. Noch mehr Dynamit, oh Mann. Ja, kommt noch jemand angerannt oder wirft die da jetzt nur? Da kommt einer. Ich glaube, da oben steht eine Frau mit Dynamit, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Ich höre Dynamit. Wo landet es? Ah ja, davon geht's aber kaputt, das Messer. Ah, da sehe ich doch jemanden. Huch, huch. Ich schieße mal lieber auf die Beine als auf den Kopf. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das effizient ist. Ah, landet auf dem Dach, okay. Nee, doch nicht. Oh, sie hat geworfen. Aha. Um Ressourcen zu sparen, verdampfen die Gegner also einfach. Ah, hier war irgendwo. Ah, okay, nee. Ja! Aua! Genau in die Stirn. Ah, mein Messer ist nicht mehr. Oh boy, Hilfe. Ja, und die überlebt das einfach. Unfair. Dann. Ah ja, jetzt sieht man die Menge, die man dann mehr kriegt an HP. Dann wäre es natürlich eigentlich besser. Ah, ich habe so viele Eier. Dass ich damit lieber warte, bis ich so viel heilt, ein Ei. Holy shit. Und ein weißes. Ein bisschen weniger. Aha. Rassismus in Videospielen. Danke, Leon. Ich glaube, ich muss mich mal öfter ducken. So, sonst ist hier nichts. Außer anscheinend noch mehr Dynamit. Fuck! Renn! Wie komme ich denn zu der Frau da nach oben? Ah, ist das jetzt genug Zeit? Ja, sehr gut. So, ist hier irgendwas? Außer Fallen, die ich nicht sehe? Nee. So, mein Messer ist ja wieder kaputt, ja. Ist das jetzt noch im Inventar? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist dann so ein Disposable-Item einfach. Was ist das für ein quietschendes Geräusch?
Ich habe mir auch noch nicht einmal Munition gecraftet. Was macht das Geräusch? Oh Gott. 16, oh Mann. Ich hasse sowas. So, nicht in die Falle rennen. Ist hier noch eine Falle? Easy. Noch eine Tür. Irgendjemand schlägt ja gegen die Tür. Oder schlägt da jemand gegen einen Schrank von innen? Ich glaube, letzteres. Ich glaube, irgendein amerikanischer Rapper hat den Spruch "More money, more problems" gesagt. Aber ich kann natürlich unmöglich wissen, wer. Ein Schlüssel. Wow. Also dieses hohe Gras gibt mir hier so ein bisschen Anxiety jedes Mal, weil ich mir immer vorstelle, dass da bestimmt eine Falle irgendwo drin versteckt ist. Ha! Interessant. Die haben also diesen wichtigen Story-Encounter hier drin direkt hier an den Lake gepackt. Es sind sehr viele tote Fische hier in dem Wasser. Oh boy. Und da sieht man schon eine Burg ein bisschen. Ja. Wie voll ist eigentlich mein Inventarbereich? Ja, noch nicht allzu voll. Ich habe aber jetzt wirklich viele von diesen Ressourcen. Ja, ich könnte mir ziemlich viel Munition damit machen. Oder relativ viel. Ich weiß ja nicht, wie viel sowas... Yes. Da kann ich rein. Und da hinten ist noch mal so eine Kiste, okay. Merkwürdig. Ich glaube, hier drin müsste ein Speicherpunkt sein. Ich meine eine Schreibmaschine. Ja. Ich höre schon wieder irgendwas irgendwo piepen. Okay, ich bin schon mal nicht explodiert dabei. Da schon mal was. Da ist nichts. Ja, die ist aber sehr niedrig. Merkwürdig. Aber dafür habe ich doch jetzt nicht die Handgranate hier drin bekommen, oder? Kann ich damit interagieren? Cool. Also, dass er das Seil einfach entfernt, finde ich ein bisschen risky, aber das soll halt einfach nur visuell dafür dienen, dass man weiß, dass die aus ist.
Aha, ein kleines Labor hier. Dann soll das hier doch wohl bestimmt der entsprechenden Person gehören. Ah, der Typ macht aber auch Monstergeräusche, was er eigentlich nicht machen sollte. Obwohl, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die einen hier jetzt bambuseln. Ach so, nee, oh, anscheinend doch nicht. Na gut. Okay. Aha. Obwohl ich schleiche, ist aber ein bisschen unfair. Okay, auf den Kopf zu schießen, kann die ja so auch stunnen. Dann sollte ich vielleicht das lieber machen. Okay. Aha. Also ist er vielleicht doch nicht hier. Oder ist er hier unten eingesperrt? Aha, also haben die einen doch ein bisschen bambuselt. Okay, das ist gut. Taschenlampe. Sehr gut. Oh. Da haben die einen doch nicht so sehr bambuselt, wie ich dachte. So, auf Nummer sicher gehen. Aber man darf gar nicht schießen, okay. Hallo. Oh, der große Käse. Chapter End, okay. Ich hatte nämlich gerade schon überlegt, vor der Cutscene die Folge zu beenden, aber gut, dass ich das nicht gemacht habe. Chapter Results. Completion Points. Perform a melee attack. Perform a follow-up attack. Stealth Kill. Und einfach nur die Mission geschafft. Oh boy, und noch mehr. Combine. Inset. Clockwork Castellan, okay. Das war diese komische Actionfigur, die ein Geräusch gemacht hat. 10 Enemies, aha. 5 Enemies. 10 Enemies. Nice. Ganado heißen die also. Die Zombies. Gut. Child Pornography, you earn, ja. Accuracy 80%, das ist gar nicht mal schlecht, glaube ich, hoffe ich. Typewriter. So, dann würde ich sagen, bye.